und Yoko so zu einer neuen Brick Challenge. Ich habe gerade direkt schon Schaden genommen, weil ich euch erstmal kurz durch erstmal ganz kurz die nein, okay, Map angucken wollte. Ob die ernst zu nehmen ist. Und zwar will ich diesmal mit invertierter Maus spielen. Das bedeutet, wenn ich jetzt meine Maus nach oben bewege, mache ich das hier. Und wenn ich meine Maus nach unten bewege, mache ich das hier. Ich bin schon gespannt, wie das wird. Zur Seite, nach links und nach rechts ist normal, aber nach oben und nach unten eben umgekehrt. Ich bin schon gespannt, wie die Challenge wohl wird. Das habe ich mir jetzt einfach selber ausgedacht. Jetzt zum Beispiel wollte ich eigentlich nach oben klettern. Doch, ich glaube, das macht das Spiel schon ein Stückchen schwieriger. Die Map heißt, habe ich leider gerade vergessen. Ich hätte wenigstens auch auf die Zeit achten sollen, aber ich denke, die ist akzeptabel. Ich versuche die ganze Zeit auf irgendwen zu schießen, sobald er irgendwer auftaucht, aber es ist richtig schwer, diese zu treffen, wenn man die ganze Zeit umgedreht zielen muss, was oben und unten angeht. Das ist total irritierend. Versucht das am besten auch mal. Man kommt voll durcheinander. Ich frage mich, wofür so eine Funktion eigentlich da ist, außer vielleicht für irgendwelche Challenges. No man! Schießt die ganze Zeit falsch. Aber immerhin habe ich damit einen Assist von dem bekommen. Der hat gar nicht mehr so viele Leben, der Typ, wie auch immer. Ich habe ihn aber trotzdem kaum getroffen. Erstmal jedenfalls, weil ich die ganze Zeit falsch geschossen habe. Battle Sky heißt die Map, genau. Aber nicht Battle, sondern Battle geschrieben. Also, falsch geschrieben. So. Oh Mann, das irritiert voll. Wo kommt man hier jetzt? Achso, gut, da komme ich jetzt wahrscheinlich bei den Gegnern raus, ne? Ja, komme ich. Und die bemerken mich einfach mal nicht. Oh komm! Ist doch eigentlich voll nice, dass ich es so geschafft habe, bei den Gegnern rauszukommen, aber... Mann! Es ist echt schwer, die Gegner so irgendwie zu treffen. Einfach mal nach unten gucken. Ich habe mich aber sogar schon ein bisschen dran gewöhnt, verrückterweise. Das war echt nur ein bisschen. Im Eifer des Gefechts hilft mir das auch nicht weiter, aber ein bisschen halt schon. Ich hoffe, dass ich, wenn ich das, ich hoffe, dass ich dann später überhaupt wieder mit richtiger Maus spielen kann. Nee, ich glaube, so eine Runde Teamkampf genügt nicht, um mich daran zu gewöhnen. Ja, ich glaube, das finde ich bisher die heftigste Challenge, im Prinzip die schwierigste. Scope war nicht so schwer, das lag aber auch daran, dass ich einen etwas unpassenden Spielmodus gewählt habe, in dem man einen großen Teil der Zeit überhaupt nicht Scope nutzen konnte. So, dann nehme ich jetzt auch mal die Launch da, wenn er da mich gerade so abräumt. Ne gut, ich glaube, die hat er aber verbessert. Die hat mich gerade wirklich sehr schnell getötet. Finde ich auf jeden Fall, glaube ich, schwerer wie mit erhöhter Maus und Finch. Ja, Maus und Finch. Voller Maus und Finch. Scheiße, gerade hätte ich ihn zum Beispiel direkt schon abschießen können. Ja. Hätte ich nicht irgendwie nach unten. Oh, das war's schon. Nee, ist jetzt 4 Minuten lang die Folge oder so. Hier. Battle Sky von Noob Gaming. Noob Gaming. Oder so. gut. Klicke ich mal kurz auf Quick Join. Prototype. Obwohl, das ist noch nicht am Lauf. Fan. Komm. Ich habe mich gerade so viel verklickt. Ich dachte schon, ich hätte echt hier sogar im Menü eine Dingens da. Erhöhte Mausempfindlichkeit. Europa. Na gut, spielen wir nochmal Zombie-Modus kurz, damit ich hoffe mal 9 Runden. Ich hoffe, dass das nicht zu lange dauert noch. Doch, das dauert noch zu lange. Hauptmenü. Fünf Runden, das kann gar nicht mehr zu lange, jedenfalls kann es gar nicht mehr allzu lange dauern. Oh, da viele sind viele Leute. Wenn du deine Items in whatever. Oh. Ja, toll.
Es hat sich jetzt sehr gelohnt. Willish, hier sind ein bisschen wenig Leute drin. Können bis zu wenig, ja, wie auch immer. Zombie Town. Mann, da muss ich doch irgendwie mal einen guten Raum finden. Okay, dann einfach das hier. Die sind inzwischen ja schon ja, im Spiel. 6 Minuten. Ich hoffe mal, die wird nicht zu lang, die Folge, aber ich würde davon nicht ausgehen. So, jetzt muss ich mich wieder daran gewöhnen. Maus bewegt sich etwas falsch. Blick in den Himmel. Blick auf den Boden. Das wäre jetzt sehr überflüssig. Hallo YouTube. Ich finde es irgendwie immer voll dumm, wenn Leute Hallo YouTube schreiben, wenn sie wissen, dass irgendwer aufnimmt. Das ist irgendwie lustig, aber auch irgendwie voll dumm. Ah, oh, wie verwirrend. Nach oben gucken, scheiße. Jetzt habe ich nach unten geguckt, anstatt nach oben. So. Oh. Ach komm. So. Mann. Einfach so. Ja. So. Scheiße. Ich glaube, ich habe noch keinen Kill und noch keinen Assist in dieser. Ich komme aber auch so, abgesehen davon, dass ich eher seltener Leute treffe, komme ich dann meistens gar nicht erst dazu, auf die zu zielen, bis die mich schon erschossen, bevor die mich erschossen haben. Oh, ein Kino. Das habe ich zwar gerade auch schon gesehen, aber oh, was für ein schönes Kino. Scheiße. Die Teams? Hä? Sind die aktuell so unfair? Na stimmt, sind schon ein Stück unfair. Ich habe schon mal unfaire Teams gesehen. So. Irgendwie so. Zwei Leute mit so zwei von diesen Fadenkreuzen oder wie auch immer diese Zeichen heißen. Ich nenne die aus irgendeinem Grund so. Gegner. Ja, ein einfaches Gefecht bekomme ich es echt gar nicht hin, auf irgendwen zu zielen so. Deswegen habe ich noch nicht mal irgendwem Schaden gemacht, glaube ich. Und dann, ja, zwei von den irgendwie mit so zwei Fadenkreuzen, oder wie auch immer diese Zeichen sonst heißen mögen. Und noch einer mit ein paar eckigen Strichen. Eckige Striche. Genau, eckige Striche. Das gibt irgendwie nicht wirklich Sinn. Sterb! Nein! Scheiße! Jetzt habe ich nach oben gezielt. Mann, dann hätte ich immerhin einen Kill gehabt. Aber so bekomme ich immerhin einen Assist. Das war jetzt, glaube ich, gerade das erste Mal, dass ich in diesem Raum hier jetzt, in diesem Match, irgendwem Schaden zugefügt habe. Da ich diese Map vorher auch noch nicht kannte, auch das erste Mal, dass ich auf dieser Map irgendwem Schaden zugefügt habe. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Oder geht's hier doch weiter? Doch geht's, da ist sogar ein Gegner. Wie ich wieder mal sehr schnell bemerke, weil ich die ganze Zeit in die Decke geguckt habe. Ne, nach oben gucken. Mann, es ist echt anstrengend irgendwie. Also in anderem Sinne anstrengend wie mit voller Mausempfindlichkeit, wo man dann einfach mal so bewegen darf, aber sehr verwirrend halt. Na gut, das war jetzt. Habe ich die etwa schon runtergeladen? Ich dachte, die Map kannte ich noch nicht. Ich bin irgendwie verwirrt. Na, keine Ahnung. Nicht so wichtig jetzt jedenfalls. Ich habe ganze 5 Forstpunkte dafür bekommen. Für diese unglaublichen Leistungen. Ja. Und das war es jetzt mit dieser Brick Challenge. Wenn euch noch andere Brick Challenges einfallen, dann schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann sage ich nur noch, nicht mehr vergessen und bis zum nächsten Video.